Hi Leute, ich bin's, euer Simon. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Leimen für eine Fortbildung. Geht zum Thema Gewichtheben. Einfach nochmal die Kenntnisse auffrischen, ein paar Leute treffen. Bin ein bisschen erkältet, das ist ein bisschen problematisch, aber muss mal durch. Ordentlich Ingwer essen hilft. Dann gucken wir auf jeden Fall, dass wir das Immunsystem stabil halten. Mit Vitamin C, mit Milchsäurebakterien. Ihr wisst ja, das Immunsystem, 80% davon befindet sich im Darm, also muss der auch gesund sein. Also versorgt den auch. Ja. Ansonsten sind wir mal gespannt, wie der Verkehr hier ist. Oh, ich bin müde. Hi Leute, ich bin jetzt hier in meinem Megazimmer. Oh ja, sehr schön, mit dem Mega-Fernseher. Das Einzige, was mich rettet, sind hier meine leckeren Nüsse, meine leckeren Cashew-Nüsse von MyFoodForFit. Naja, heute war ein langer Tag. Die Theorie. Schauen wir mal, was es bringt. Nette Leute. Wird schon eine coole Woche werden und guck mal. Kurze Pause bei unserem Vortrag. Gucken wir mal kurz raus hier. Bin kurz im Zimmer. Zeige euch nochmal das Zimmer geschwind. Ne? Ziemlich nice auf jeden Fall. Und jetzt das wunderschöne Bad. Hallo. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Thema Trainingsplanung. Eben Gewichtheben. Ganz interessantes Thema, vor allem wenn sie halt von den Olympiateilnehmern und Co. sprechen, von der deutschen Elite. Schon interessant. Kann man sich schon reinziehen. Und kann man einiges auf seine eigenen Athleten, die wo ich in Richtung deutsche Spitze bringen, auf jeden Fall doch mitnehmen. Natürlich gerade in meinem Zimmer. Es ist abends. Guck mir hier gerade das von Moritz Böhringer noch an. Sein Interview bei RAN. Check ein bisschen Facebook. Arbeite ein bisschen. E-Mails checken und. Weiter ging es ein bisschen um dieses Thema Reisen. Ich war der Einzige ohne Gewichtheberschuhe, was mich so ein bisschen nicht verwundert hat. Mir war eigentlich klar, dass jeder Gewichtheberschuhe hat. Aber ich wollte das Thema natürlich ein bisschen anfeuern, haben mit ein paar gesprochen, wie es denn aussieht, warum Gewichtheberschuhe Ferse erhöht, bla bla bla. Hab natürlich auch bewiesen, dass man mit der richtigen Beweglichkeit das Ganze auch sehr, sehr schön in sauberer Technik ohne Gewichtheberschuhe machen kann. Ich denke immer, für Athleten ist es wichtig, wenn sie nicht wettkampforientiert Gewichtheben machen, dass sie eine Beweglichkeit haben, eine sehr gute Beweglichkeit, auch in der Achillessehne, und dass man so sie vor Verletzungen und Ausfällen schützt und deshalb auch die Beweglichkeit dahin trainiert, dass sie wirklich nach Kniebeuge umsetzen, diese Sachen ohne Gewichtheberschuhe machen. Ja, das ist meine Ansicht, die läuft sehr gut. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Es gibt Ausnahmefälle, wo wir darüber reden können, dass man mit vielleicht mal Gewichtheberschuhen arbeitet. Vor allem darum, wenn es geht, wenn die anderen Schuhe keine Stabilität haben. Also stabile Schuhe sind wichtig. Teilweise auch Barfüßig, kein Problem. Wenn man die entsprechende, nicht nur Beweglichkeit, aber auch Stabilität hat. Ansonsten ist eine harte Sohle einfach wichtig. Ich habe heute zum Beispiel hier, ich bin halt auch nicht Crossfitter, ja, aber die Crossfit-Schuhe hier angehabt, weil die halt eine sehr, sehr starke Sohle haben, eine flache Sohle aber auch, und aber keine erhöhte Sohle, so eine starke, ja, und das ist halt echt top. Und mit denen kannst du das mit guter Beweglichkeit auch machen. Dann ist die Frage, wie komme ich in so eine Beweglichkeit? Mann, einfach Kniebeuge trainieren, tief, ja, ohne die scheiß Sachen hinten, dass du erhöht bist, und dann Kniebeuge. Es geht ja nicht um Gewicht, es geht um die Wiederholung. Es geht darum, in der tiefen Hocke auch, ja, machen wir mal kurz vorher, in der tiefen Hocke auch zu bleiben und die Bewegung zu halten. Ne? Darum geht es natürlich auch, dass die Füße nicht nach innen gehen. So weit der Schnupfen kommt wieder. Beziehungsweise ist immer noch nicht ganz weg. Immer geschält mit dem Messer, das man immer dabei haben sollte. Guten Appetit. Alter, scharf. Frischer Ingwer ist mies. Vor allem junger Ingwer. Das wäre so richtig rein, war. Aber das hilft, glaubt mir.
zieht. Aber. Nach dem stressigen Zuhörtag heute hier den ganzen Tag bin ich jetzt hier mit zwei Homies draußen. Die binden sich noch schön die Schuhe. Und dann gehen wir ein bisschen trainieren. Wir haben eine schöne Tartanbahn, schönen Rasenplatz, wo wir ein bisschen Gas geben können. Bin zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber lockere Sprints, ein paar Kräftigungsübungen gehen schon. Und drei Hosen. Und drei Hosen, mindestens. Und zwei T-Shirts und so. Und ein Stück Ingwer. Läuft. Boah, ich sehe so schwul aus. Ohne gegelte Haare geht es jetzt weiter. Oh, hier sieht man gar nichts. Wir müssen von der Seite filmen. Die Jungs sind schon ready für den nächsten 100 Meter. Sprint, naja, ist ein Steigerungslauf. Gucken wir doch mal, wie die so laufen. Let's go. Auf geht's. Zeigt was. Ja, ja. Ja, ja. Good job. Und hinterher. Und hinterher. Ladies. Bist du im Gelben? Pfeil. Nochmal Liegestütz, Hände auf die Rücke. Auf Ready Go geht's los, ne? Ready! Go! Ist das nicht schön? Das ist wieder Männerspielplatz hier. Tartanwiese, Athleten, Trainer, die Bock haben ein bisschen Sport zu machen. Coole Sache. Jetzt kommt der Master auf die Sasse, Mann. Möchtest du noch irgendwas sagen? Du musst Ready Go sagen, ich will nichts mehr sagen. Ready, go! Leicht adipös, aber doch noch schnell.